Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast ist ein herausragender Journalist. Und so bescheiden, dass er das wahrscheinlich freundlich, aber bestimmt zurückweisen würde. Er schreibt für Focus Digital, das GQ Magazine und vor allem anderen für die 1E9 Community. Seine Artikel sind ausführlich, aber niemals langatmig. Sie sind umfangreich recherchiert und am Ende des Tages einfach toll geschrieben. Außerdem ist er der Verfasser des Kurator 42 Newsletters, ein beeindruckend guter Fotograf und sein Twitter-Handle ist @micha. Das vermittelt euch vielleicht in etwa, wie lange er schon Fortschritt und Entwicklung im Internet er nicht nur verfolgt, sondern auch wirklich daran teilnimmt. Wir sprechen über das Projekt Cardano und ehrlich gesagt noch über zig andere Blockchain-basierte Anwendungen, über William Shatner, das Interplanetary File System und das dezentrale Internet als solches, die Canon Dreamlands und warum es einen großen Unterschied zwischen Web und Internet gibt. Also wir gehen tief und mit wir meine ich, naja, mich selbst und den wundervollen Michael Förtsch. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf anlegen könnte, man Suicide by Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Leben. Sag mal, hast du kürzlich diesen, den Netflix-Film Army of the Dead gesehen? Ja. Wie fandest du den? Es kommt darauf an, welche Ebene du meinst. Ja. Naja gut, die bildliche Ebene, die war ja schon ziemlich beeindruckend. Sagen wir mal so die Story-Ebene. Es wirkte so ein bisschen, als ob das Drehbuch ursprünglich deutlich länger hätte sein sollen und etliche Passagen herausgenommen wurden und es dann wieder zusammengeschnippelt wurde. Womit ich wahrscheinlich auch richtig liegen könnte, denn es werden ja mittlerweile schon, ich glaube, ein Anime-Spin-Off soll es geben. Dann soll es einen eigenen Film für diesen Safe-Knacker geben. Für den Dieter? Für den Dieter, genau. Ja. Und ich glaube, es soll auch schon ein Drehbuch für den zweiten Teil zumindest so konzeptuell vorliegen. Okay. Wenn du dem Film eine Note geben müsstest. Ich vergib keine Noten. Okay. Okay. Also ich habe den Film gesehen. Ich fand's. Der Trailer war super. Und also ich fand den Film echt nicht gut. Ich habe selten Filme gesehen, wo mir die Charaktere sowas von egal waren, weil die alle sehr flach daherkamen und ja, es gab ja auch irgendwie zig konzeptionelle Fehler innerhalb des Drehbuchs, so Sachen, die irgendwie keinen Sinn gemacht haben für mich, aber gleichzeitig 2,5 Stunden Film. Er wirkte irgendwie nicht so lang, aber ich könnte hinterher auch nicht mehr als 3 Sätze dazu sagen, was eigentlich passiert ist. Ja, also wirklich schlecht fand ich ihn nicht. Gut war er allerdings auch nicht. Also was mich halt an dem Film doch ein bisschen festgehalten hat, war eben wirklich die visuelle Optik. Also wie der Film gestaltet und gedreht wurde. Und ich bin ja selbst so ein bisschen Semi-Pro-Hobby-Fotograf, je nachdem, wie man das einschätzen will. Mhm. Und ein Film quasi durchgängig bei einer Blende unter 1 zu filmen, das ist schon mutig gewesen von Zack Snyder. Einen Film durchgängig mit einer Blende unter 1 zu filmen. Was heißt das? Okay, Entschuldigung. Wenn du ein Objektiv hast, eine Linse, gerade auf deiner Kamera, da gibt es so den sogenannten F-Wert. Ja. Und der F-Wert ist die Blende. Und die Blende bezeichnet eben, wie viel Licht
durch ein Objektiv auf den Sensor bzw. auf den Film fällt. Mhm. Und berechnet wird dieser F-Wert von, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen sage ich einfach mal, die Relation der Linsenöffnung mit der Länge des Objektivs. Okay. Und dadurch kann man eben quasi berechnen, wie viel Licht eben auf den Sensor bzw. auf den Film fällt. Und je niedriger die F-Zahl, also der Blendenwert, mhm, umso mehr Licht ist es und umso unschärfer bzw. Kürzer ist die Schärfentiefe, also der Schärfebereich. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass mir da einige Bilder aufgefallen sind, wo ich das nicht so akkurat bezeichnen konnte, aber es war irgendwie so, dass an den Rändern war es immer unscharf, wie so vignettiert oder so. Ja, Vignette ist nochmal was anderes. Das ja, ist, ich weiß. Vignette ist quasi, wenn du einen Dunkelbereich aus den Rändern hast, der in die Bildmitte zieht. Das okay. ist eine Vignette. Okay. Also bei solchen Objektiven, da hast du eben wirklich du hast einen sehr, sehr kleinen Bereich, der scharf ist. Und das siehst du bei Army of the Dead in sehr vielen Szenen. Also, mhm, wo zum Beispiel nur ein Auge wirklich scharf ist oder nur ein Gesicht wirklich scharf ist und alles dahinter verschwimmt. Mhm. Beziehungsweise geht vollkommen im Bokeh unter. Also diesen Unschärfebereich, wo du eben auch Lichter hast, die sich quasi nur noch als Kreise auszeichnen und solche Geschichten. Ja, genau. Also es gibt auch sehr viele Fotografen, die auf diese Weise fotografieren, weil es eben eine sehr verträumte und nicht wirklich realitätsnahe Stimmung zeichnet. Also es wirkt immer sehr, mir fällt gar kein richtiges Wort dafür ein, aber sehr irreal. Ja, ich war, also es tut nicht so, als wäre es die Wirklichkeit, sondern es legt eine Art Filter über die Wirklichkeit gefühlt. Ja, so in der Art. Okay. Und ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, beziehungsweise andere Menschen haben das getan, und ich habe auch rausbekommen, dass Zack Snyder den Film, also ob er alle Szenen damit gedreht hat, das weiß ich nicht, aber es gibt eine Linse, die nennt sich Canon Dream Lens, und das ist eben ein Canon-Objektiv, das ursprünglich für Fernsehaufnahmen konzipiert worden war. Ich glaube, das stammt aus den 80ern oder frühen 90ern, wurde das gefertigt. Mhm. Und das sieht quasi aus wie nur ein riesiges Stück Glas. Davon gibt es nicht allzu viele. Ich glaube, da wurden bloß 2000 oder 3000 Stück gefertigt. Mhm. Die kannst du mittlerweile, also wenn du Glück hast, bekommst du auf eBay eins für irgendwie 2000 Euro plus oder so aufwärts. Mhm, und das hat Zack Snyder, also er hat offenbar mehrere davon. Einer hat es für seine Leica-Kamera anpassen lassen. Also er ist ja auch selbst Fotograf. Okay. Und ich glaube, zwei oder drei weitere hat er eben für die Red Cinema-Kameras anpassen lassen, die er für Army of the Dead genutzt hat. Ja, okay. Zack Snyder hat doch auch 300, hat er nicht auch 300 gedreht? Genau, ja. Ja, das hatte ja auch schon so einen sehr realitätsfremden. Ja, es hatte einen sehr artifiziellen, so eine Art, also seinerzeit wurde es oft mit Videospielen verglichen. Ja. Weil es eben auch, also 90% von dem Film waren ja auch quasi vor dem Bluescreen gedreht. Ja. Also deswegen hat es eben auch so einen sehr artifiziellen, künstlichen, durchgestylten Look gehabt. Ja. Der mir persönlich bis heute immer noch sehr, sehr gefällt. Okay. Aber wo du gerade Videospiele sagst, tatsächlich wirkte Army of the Dead auf mich wie eine von diesen ja schon fast typischen Videospielverfilmungen, wo die Bilder und die Action und das Voranbringen der Story wesentlich wichtiger sind als als eine gewisse Tiefe in der Story.
Ja, wobei ich glaube, die Inspiration lag wahrscheinlich eher bei Comics. Also wäre jetzt meine Vermutung. Nicht? Wenn du dir den Film nochmal anschaust und du wirklich aufpasst, dann kannst du dir vorstellen, welche Szenen welche Comic-Panels darstellen würden. Ja, und ja. Und das erklärt in meinen Augen auch so ein bisschen die fehlende Charaktertiefe, die du hast. Mhm. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber insgesamt würde ich sagen, dass Army of the Dead wahrscheinlich für Zack Snyder tatsächlich eher ein Experiment gewesen war. Mhm. Also es wirkt sehr wie so ein Proof of Concept Filmchen, der oft von irgendwelchen Filmstudenten oder angehenden Regisseuren gemacht wird, was normalerweise eben so normalerweise so als Shortfilm in 10, 15 Minuten erzählt wird. Und für Zack Snyder scheint es allerdings, ja, er bekommt eben das Budget, also probiert er das mal, ob sich ein Film auf diese Weise drehen lässt. Das stimmt. Als würde man die Story von Army of the Dead in einen 15-minütigen Kurzfilm packen, dann wäre das, glaube ich, sogar richtig gut. Ja, 15 Minuten, eine halbe Stunde, ja. Ja, ja. So in der Art. Wobei eben der Film ist eben auch wirklich so als, ja, wie nennt sich das, Franchise-Starter gedacht. Mhm. Auf dessen Lore und Charakteren und Welt eben aufgebaut werden soll. Und das merkt man eben sehr stark. Also es gibt ja auch Szenen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es scheinen ja nicht alle Zombies zu sein. Einige Zombies, wenn sie erschossen werden, da siehst du, dass das eigentlich Roboter sind. Also da spritzen Funken aus deren Köpfen und du hörst so ein Metallklappern und so weiter. Da gibt es auch schon auf Reddit verschiedene Foren, wo sich Leute drüber auslassen und theoretisieren, was jetzt dahinter stecken könnte. Du eröffnest mir jetzt hier gerade eine Ebene von einem Film, den ich als den flachsten Film seit langem eigentlich identifiziert hätte, mit 1000 Versatzstücken aus dem ABC des Actionfilms, weil wirklich in meiner Wahrnehmung wurden so viele Szenen und auch Charaktertypen einfach nur von anderen Filmen copy and paste geklaut. Da würde ich nicht mal von anderen Filmen sagen. Wenn du dir diese Truppe ansiehst, die da in den Film reingeschmissen wird, hast du mal Left 4 Dead gespielt? Ja, das war doch dieser Koop-Shooter, oder? Dieser Koop-Horror-Shooter von Valve, genau. Ja. Schaust dir einfach nochmal an, also ich möchte die Diskussion um den Film jetzt nicht zu weit ausziehen, aber schau dir nochmal an, was da für Charaktertypen gibt und wie die gezeichnet sind. Oder auch Left 4 Dead 2 und der inoffizielle Nachfolger, der jetzt bald kommen soll, Back 4 Blood. Mm. Und also die Truppe in Army of the Dead ist ziemlich passgenau auf die Typen in diesen Videospielen abgestimmt. Zumindest wirkt es auf mich so. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht war das auch die Idee, warum ich dachte, dass das wie so ein Videospiel-Remake oder beziehungsweise wie die Filmadaption eines Videospiels wird. tatsächlich wollte ich aber, auch wenn ich gerne über diesen Film rede, weil es war schon irgendwie merkwürdig, ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Und zwar, vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass es da eine Form von Werbung für den Film gibt, gesprochen, zumindest hier in den Socials, von dem Matthias Schweighöfer, wo eine ungezeigte Szene des Films als NFT angeboten wird. Hast du das schon gesehen? Also ich habe es am Rande mitbekommen, allerdings habe ich mich nicht so weit darauf fokussiert, also ich hatte am Wochenende ein bisschen viel zu tun und so weiter, deswegen habe ich mir das nicht mehr angetan. Ja, also angetan habe ich es mir auch nicht, mir ist nur die Werbung ein paar Mal angezeigt worden und
dafür, dass das NFT, also im Grunde genommen geht es da, musst da irgendwie, keine Ahnung, eine Mail hinschreiben, an einem Gewinnspiel quasi teilnehmen und dann gewinnst du eine nicht gezeigte Szene aus dem Film, wie er sagt, ein Original Zack Snyder, ja, als NFT. Und was mir da aufgefallen ist, dass NFTs ja, das ist jetzt nicht technisch gesprochen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung sind NFTs ja so seit 2-3 Monaten ein bisschen massiver, würde ich sagen. Eigentlich, also begonnen hat der Hype eigentlich Ende, also ich würde so sagen November, Dezember 2020 eigentlich. Okay, dann gucken wir dann. Entweder vertue ich mich da mit der Zeitlinie, aber am Ende des Tages ist es noch ein relativ neues Phänomen und ich finde es erstaunlich, dass da so große, naja, Hollywood-Studios, muss man ja sagen, da jetzt schon auf etwas aufspringen, was so ein bisschen immer noch wirkte wie so die neue, coole Underground-Radikalisierung in Anführungszeichen der Kunst, die sich jetzt mit der Tech-Welt verbindet. Ist NFTs was bleibt? Definitiv. Weil? Ach, wo soll ich anfangen genau? Also erstmal muss man sagen, NFTs sind eigentlich gar nicht so neu. Mhm. Also das Konzept an sich lässt sich tatsächlich irgendwie bis in die 70er, 80er Jahre zurückverfolgen. Also also die Idee, die hinter den NFTs steht, NFTs als Technik auf der Blockchain gibt es, glaube ich, seit, 2015 war das. Also da gab es ein Projekt, das nannte sich Etheria. Und es wurde auf, der DEFCON 1 vorgestellt. Und das war der Versuch, auf der damals so relativ jungen Ethereum-Blockchain, die bis dahin ja hauptsächlich eben so als Kryptowährung gesehen wurde, Token zu generieren. Also Token sind Einträge, die auf einer Blockchain eine Funktion erfüllen. Und da hat es eben jemand geschafft, einen Token auf der Blockchain über ein sogenanntes Smart Contract, also das sind quasi Mini-Programme, die auf einer Blockchain gespeichert werden können, einen Token zu erzeugen, der einzigartig ist, also den es so nicht noch einmal gibt und der nicht zerteilt, nicht zerstört und nicht repliziert werden kann, sondern bloß von einer Person auf eine andere Person übertragen werden kann. Also der Besitz kann übertragen werden. Genau. Okay. Also du kannst quasi, also du hast ja bei Blockchains beziehungsweise Kryptowährungen hast du ja sogenannte Wallets, also deine digitale Brieftasche. Und dieser Token kann eben von der einen Brieftasche in eine andere Brieftasche überschrieben werden. Genau. Und daraus wurde dann, ich glaube, ein oder zwei Jahre später dieses sogenannte Non-Fungible Token, das mittels einem ERC, also das ist quasi ein Protokoll, wenn man so will, wurde das fest in die Ethereum-Blockchain integriert. Also als festes Konstrukt, das eben jeder anwenden kann. Und das wurde dann eben als NFT bekannt und es gab relativ früh schon erste Experimente damit, also auch wirklich kommerzielle Experimente. Da gab es zum Beispiel die sogenannten CryptoPunks. Das sind, oh Gott, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 10.000, 15.000 einzigartige Pixelgesichter, die von einem Startup generiert wurden und eben als NFT verkauft wurden. Wobei zu Anfang wurden die Dinger verschenkt, ja, eben so zu schauen, ob das etwas ist, das die Leute interessiert, so quasi wie virtuelle Sammelkarten. Ja, genau. Und mittlerweile, also die wurden sehr schnell angenommen, die wurden sehr
schnell und in sehr großer Masse auch getauscht. Und da es die allerdings nur in einer sehr begrenzten Anzahl gibt, wurden die relativ schnell auch zu Preisen gehandelt. Also zunächst irgendwie für 10, 15 Euro die ersten. Und die Preise haben sich sehr, sehr schnell sehr hoch gesteigert. Also ich glaube, mittlerweile für mehrere 10.000 gehen die meisten weg. Und einige CryptoPunks wurden auch, glaube ich, schon für einige Millionen Euro gehandelt. Mhm. Okay. Also wobei mit dem Preisverfall von Ethereum in der letzten Zeit ist natürlich ein bisschen weniger. Und dann gab es auch noch die nächste Evolutionsstufe, wenn man so will, waren die sogenannten Crypto-Kitties. Du hattest da eben Katzen quasi als NFT. Und du konntest, wenn du zwei NFTs von Katzen hattest, konnten aus diesen NFT quasi neue NFTs generiert werden. Also die Katzen haben dann quasi Kätzchen bekommen. Und diese NFTs vermehren sich quasi. Ja. Ach, die Crypto-Kitties, die waren auch schon oder haben auch schon das Konzept von einem NFT verfolgt. Genau. Ah, okay. Ja, okay, ich kann mich immer schwer davon freimachen, dass NFT ausschließlich irgendwas ist, oder dass es mehr ist als ein digitales Echtheitszertifikat. Ja, eigentlich ist es nicht mal das. Also das Problem bei NFTs ist, es steht dahinter ja kein eindeutiger rechtlich definierbares Konzept, sondern das NFT ist eine sehr arkane Konstruktion, wenn man so will. Also es kommt ja eben ursprünglich auch aus dieser Cypherpunk-Ecke, wo eben um und mit dem Netz sehr bizarre Konzepte quasi erdacht wurden. Und also NFT ist eigentlich nichts weiter grundsätzlich als ein Eintrag auf einer Blockchain, der einen eindeutigen Hashwert hat und mit dem man quasi ein digitales, ein echtes oder ein virtuelles Gut verknüpfen kann. Also das Ding ist kein Echtheitszertifikat, es ist auch keine Besitzurkunde, sondern es ist immer das, was quasi der Künstler oder der Ausgebende sagt, was es ist. Okay, also etwas sehr Amorphes. Genau, also der Künstler Biebler, der durch diese ganze NFT-Geschichte ja zum Multimillionär geworden ist, also er selbst hat gesagt, für ihn ist es quasi eine Handschlagvereinbarung zwischen ihm und dem Typen, der das verkauft. Ja. Okay. Der hat doch dieses Bild aus 10.000 Bildern gemacht, oder? Genau, 5.000 Moment. wie hieß das? Ich vergesse es auch immer wieder. Every Days. The first 5.000 Days. Ja, genau. Genau, und es war eben eine Sammlung von digitalen Bildern beziehungsweise Animationen auch, die er ursprünglich mal so als Übungen quasi begonnen hat. Also der hat eben angefangen, einfach mal diese Bilder zu generieren und auf Twitter und ursprünglich auch Instagram zu veröffentlichen, quasi so als Fingerübung. Okay. Für ihn selbst. Und das hat dann eben irgendwann relativ viel Drive aufbekommen, weil die eben doch schon, wie soll man sagen, ein bisschen edgy waren. Und er hat eben auch relativ früh diesen NFT-Trend erkannt, dass sich damit eben für Künstler neue Ertragswege, sage ich mal, eröffnen lassen. Mhm. Also die so ein einzigartiger Faktor bei NFTs ist ja, dass du, wenn du dieses NFT ausgibst, je nachdem, über welche Plattform du das machst, welches Blockchain-Ökosystem du nutzt und so weiter, kannst du eben quasi fest in das NFT hineinschreiben, dass, wenn es wiederverkauft wird, du eine Provision erhältst.
Genau, dass es nicht so ist wie im ursprünglichen Kunsthandel, dass ich male ein Bild und du sagst, das ist toll, ich kaufe dir das für 100 Euro ab, du kriegst das, ich krieg 100 Euro, beide happy und über die Jahre werde ich zu einem höchst angesehenen Künstler und irgendjemand kommt zu dir und sagt, ey, du hast da dieses Bild von Chris, ich würde dir das gerne für 10.000 abkaufen. Dann kriege ich ja nichts davon. Genau. Und das ist auch etwas, was NFTs ändern, weil es immer so eine, ja, das spielt das dann schon eher in so eine Aktienwelt rein, dass man immer noch als Urheber Anteile daran hält, kann man das so sagen? Eigentlich kommt es eher vom Fernsehen, also es beziehungsweise aus der Film- und Cinema-Welt. Also zum Beispiel die Darsteller von Friends. Die bekommen ja immer noch für jede neue Ausstrahlung einer Folge bekommen sie immer noch Provision. Sofern die Verträge richtig entsprechend abgeschlossen worden sind. Ja, das sind sie bei denen. Also ich glaube, die haben zumindest ab irgendeiner Staffel, ich weiß nicht, ab der ersten, zweiten wird es nicht gewesen sein, aber ab irgendeiner Staffel hatten sie neue Verträge, in denen eben drinsteht, weil sie eben wussten, dass das wahrscheinlich noch eine Zeit lang relativ häufig geguckt wird, dass sie bei jeder Ausstrahlung irgendwie so einen Kleinstbetrag mitkassieren. Ja, das so Syndication heißt das, glaube ich, genau, im Englischen. Genau. Ja. Und die bekommen dadurch, weil eben Friends immer noch rund um die Welt überall irgendwann ausgestrahlt wird, bekommen sie eben immer noch Millionen pro Jahr dafür. Das heißt, das sind dann so die Schauspieler, wenn man sich fragt, ja, was machen die eigentlich, dass man auf jeden Fall immer mit sagen muss, also die müssen überhaupt nichts mehr machen, weil die immer noch gut von den vom Friends-Geld leben. Genau, und das Gleiche gilt aber auch für einige Kinoschauspieler. Ich glaube, im Kino der Erste, der so einen Vertrag in großer Größe quasi bekommen hat, war, glaube ich, Keanu Reeves für Matrix. Also der hat eine relativ kleine Gage bekommen. Ja, das habe ich auch mal gehört. Aber bekommt irgendwie 0,00 irgendwas Prozent jedes Mal, wenn der Film auf DVD gekauft wird oder bei irgendeinem neuen Streaming-Anbieter landet oder so weiter. Und dadurch lässt sich eben auch sehr gut verdienen. Und das ist quasi das Konzept, das jetzt quasi in NFTs mit umgesetzt wird. Also jedes Mal, wenn ein NFT eben weiter verkauft wird, bekommst du eben was. Selbst wenn das Ding quasi im Wert verfällt. Ja, okay, verstehe. Du kriegst halt immer deinen Anteil. Ist ja auch fair. Genau, und das befähigt eben jetzt auch viele kleinere Künstler, also sagen wir mal einfach mal Indie-Artists. Ja. Du als Fotograf zum Beispiel. Zum Beispiel könnte ich machen. Ja. Wenn jemand meinen Kram haben wollen würde. Ja. Aber ich habe tatsächlich auch für einen Text mit ein paar Künstlern gesprochen. Und die sind, ja, ich möchte nicht sagen euphorisch, aber die sind doch schon sehr von diesem Konzept angetan. Mhm. Und wie hieß der? Lass mal schauen. Ich will jetzt seinen Namen nicht irgendwie verhunzen. den Namen muss ich verhunzen. Spieschen Orlands, also das ist ein Künstler aus den Niederlanden, der macht Renderbilder, also so künstliche Umgebungen, die alle so ein bisschen zuckersüß aussehen. Ja. Und mit dem habe ich gesprochen, der konnte bislang von seiner Kunst nicht wirklich leben. Also der hat immer wieder so Auftragsarbeiten machen müssen für irgendwelche Posterhersteller und so weiter und hat sich da ein bisschen so von Monat zu Monat gerettet. Mhm. Und, der klassische brotlose Künstler, wenn man so will. Ja, komplett brotlos nicht, aber schwierig. Mhm. Und der hat eben jetzt angefangen, so einige seiner alten Arbeiten, die auch keiner haben wollte, zum Beispiel als Poster oder Druck, von alten Festplatten runterzuholen, nochmal zu überarbeiten und eben als NFT einzustellen.
Ja. Und der hat mittlerweile auch eine echt kleine Fangemeinde, die allerdings sehr passioniert ist, auch seine Arbeiten so ein bisschen bewirbt und rumzeigt. Und der bekommt so pro Bild, also pro NFT-Bild quasi, durchaus ein paar tausend Euro. Okay. Und das hat ihn, wie er selbst mir gesagt hat, davor gerettet, wieder einen richtigen Job zu machen. Mein Gott, Gott sei Dank. Sowas braucht ja nee, noch wirklich niemand. Aber der ist wirklich gut. Also der macht sehr, sehr schöne Sachen. Was ich mich jetzt frage, also wenn NFTs jetzt so weiterlaufen würden, dass Künstler sich mehr auf ihre Kunst konzentrieren können, anstatt, wie er jetzt sagte, richtige Jobs zu machen, dann klingt das schön, dann klingt das auch romantisch. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie viel Anteil von der Begeisterung liegt darin begründet, dass es sich um einen NFT handelt, der ja gerade so ne, was Neues ist, was Leute cool finden. Und könnte so eine Entwicklung nicht gestört werden, wenn jetzt große Player wie Netflix NFTs raushaut und wenn das so ein alltägliches Ding wird, wenn du dann irgendwie einen Bild von einem NFT-Burger bei McDonald's bekommst und du weißt, wo ich hin will damit. Ja, ich weiß, wo du dahin willst. Die Sache ist, es ist ja schon so. Also die ersten, die auf diesen NFT-Hype mit aufgestiegen sind, waren ja große Corporations und große Künstler. Also Nike hat ja, ich glaube schon, oh Gott, jetzt nagel mich aber nicht drauf fest, ich glaube, die haben schon 2020 Sneaker als NFTs verkauft. Die Formel 1 hat Formel 1 Rennwagen als NFTs verkauft, also beziehungsweise als digitale Renderbilder, die zu einem NFT gemintet wurden. Okay. Die NBA hat Sammelkarten als verkauft. Mhm. Relativ früh dabei war auch Ubisoft. Kennst du die Raving Rabbits, also diese hässlichen Hasen? Ja, ich glaube ja. Zu denen gab es oder gibt es auch jetzt noch so eine Art Sammelkartenspiel, wo eben immer neue Hasen generiert werden und verkauft werden. Die haben das, glaube ich, als Charity-Aktion gemacht und darüber irgendwie, ich glaube, 65.000 Euro für Kinderkrankenhäuser gesammelt oder irgendwie sowas. Ja, gut, sehr gut. Und du hast natürlich auch, wie heißt die Frau von Elon Musk? Grimes. Grimes, ja. Genau, die hat zusammen mit ihrem Bruder mehrere Animationen und kurze Videoclips mit kurzen Musikstücken verkauft. Ja. Yeah. Und William Shatner war auch sehr, sehr früh dabei. Captain Kirk NFTs. Ja, William Shatner ist tatsächlich ein ziemlicher Krypto-Nerd, wenn man will. William Shatner ist sowieso ein sehr vielseitiger Mensch und alles in allem eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Ja, aber sowas von. Also der hat ja, also wenn man so seinen Twitter-Feed verfolgt über die letzten Jahre, der hat sich auch sehr, sehr früh mit Menschen aus dieser ganzen Kryptowelt getroffen und sich mit ihnen ausgetauscht. Mhm. Also er scheint da wirklich, auch wenn man es so oberflächlich nicht so total mitbekommt, aber ziemlich knietief in diesem ganzen Krypto-Ding mit drin zu stecken. Ja. Ja, der hatte einige Bereiche, der hat ja auch Musik gemacht, wo dann auf seinen Alben, ich glaube, viele hochrangige und hochdekorierte Musiker immer mitgemacht haben. Also Shatner ist so viel mehr als Captain Kirk. Ja, er hat ja auch, wann war das? Es muss auch in den 90ern gewesen sein. Er hat ja, also nicht er selbst, aber es gab eine Romanreihe, fünf Teile oder so, Tech War.
die wurde zumindest unter seinem Namen irgendwie veröffentlicht. Okay. Geschrieben hat sie aber niemand anders, glaube ich. Und der hatte auch ziemlich früh diese Tie-ins von Videospielen erkannt, dass das ziehen kann. Also, dass eben so eine Romanreihe irgendwie Videospiel veröffentlicht wird. Und da gab es eben William Shatner's Tech War. Das wurde irgendwie in der nicht in der Doom Engine, nee, sondern ich glaube in der Build Engine von Duke Nukem 3D wurde das veröffentlicht. Okay, also das war dann auch so ein Shooter? Genau, das war ein Shooter, der war, 95 kam das. Oh, das ist lange her. Und der war eben auch da sehr, sehr früh dabei. Also das, da gab es eben auch so Videoclips mit ihm, wo er, ich glaube, als irgendwie so ein Corporate-Boss irgendwie auftritt und Befehle und Aufträge erteilt und sowas. Sah nicht mal so scheiße aus. Okay. Einfach mal nach Tech War und Game googeln. Werde ich definitiv machen. Also ich glaube, die Figuren, die haben sie eben auch irgendwie vor Bluescreen gefilmt und dann ins Spiel getan, was zu der Zeit auch noch nicht total revolutionär war, aber doch schon relativ neu. Man kann mit NFTs, das hat mir jemand hier im Podcast tatsächlich erzählt, Gruß an Shermin Woschimgier, dass man sogar Texte als NFTs strukturieren kann, so wenn mehrere Leute an Texten schreiben, dass je nach Veröffentlichung derselben die Leute auch anteilig zum Beispiel bezahlt werden oder zumindest die Credits dafür kriegen. Mhm. Es gibt da noch ganz andere Projekte, zum Beispiel sagt dir R-Loop etwas? Sag bitte nochmal. R-Loop. R-Loop. Also R-Loop. Also das ist eine von diesen, nicht Institutionen, Teams, sagen wir mal, die versuchen, einen Hyperloop zu bauen. Und die, das ist also wirklich so eine Organisation, die haben Leute aus aller Welt, also die jeweils ihren Beitrag dazu beitragen. Und die bekommen dafür kein Gehalt oder sowas, sondern es wird quasi ihr Anteil am Projekt gemessen über ihre Submissions, also was sie eben dazu beitragen. Wenn sie zum Beispiel ein Design für die Kapsel irgendwie submitten oder irgendwie den Schwebemechanismus hier eine Idee haben oder so weiter. Und diese Beiträge werden alle auf der Blockchain gespeichert, also derzeit noch nicht als NFT, aber es, als ich vor, ich glaube, 1-2 Jahren mal mit denen gesprochen habe, da kam schon der Begriff NFT auf. Okay. Dass quasi diese Beteiligung bzw. Einreichung von ihnen als eine Art NFT gespeichert werden und die Leute bekommen entsprechend ihren Anteil über die Blockchain-Token ausgestellt, die wiederum irgendwann einen Wert haben können und eben in echte Währung umgemünzt werden können. Das ist so wie, wenn jetzt ein Startup gegründet wird, dass man anstelle einer Bezahlung Anteile der zu entstehenden Firma bekommt. Genau. Aha. So in der Art funktioniert das. Nur, dass es da eben wirklich daran gemessen wird, was du eben zum Gesamtprojekt beiträgst. Ja, okay, ja, klar. Faszinierend. Wenn diese ganze Entwicklung jetzt so vorangeht, ich meine, wenn man NFT sagt und Blockchain sagt, muss man natürlich auch Bitcoin sagen und Kryptowährungen im Allgemeinen. Also Bitcoin eher weniger, auf Bitcoin gibt es keine NFTs, weil es da keine Smart Contracts gibt. Also da eher Ethereum, Vax, was haben wir noch alles? Enigma, weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile gibt. Also es, die modernen Blockchains, die noch keine NFTs haben, die arbeiten zumindest an allen. Und genau der Satz, auf den würde ich dich jetzt gerade mal gerne festnageln, wenn du sagst, die modernen Blockchains.
Es ist ja nicht so, dass Bitcoin irgendwas Uraltes ist, wobei vielleicht im Internetzeitalter schon. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie stehst du zu der Theorie, dass Bitcoin das einzige Blockchain-Universum ist, was wirklich Potenzial hat, so etwas wie Geld zu ergänzen oder vielleicht sogar zu ersetzen? Oh Gott, da muss ich jetzt ausholen. Bitte. Also man muss erstmal festhalten, Bitcoin ist eben die erste Kryptowährung. Und das verleiht ihr ein gewisses Prestige. Allerdings als Zahlungsmittel, also wirklich als Geld, das im tagtäglichen Gebrauch irgendwie verwendet werden könnte, dafür ist die Bitcoin-Blockchain einfach nicht skalierbar genug. Also die ist nicht dafür ausgelegt gewesen, weil man es einfach nicht wissen konnte zu dieser Zeit, dass womöglich Millionen oder sogar Milliarden Menschen davon damit irgendwie tagtäglich irgendwie kleinste Beträge hin und her schieben. Dafür ist sie nicht gemacht. Also die Bitcoin-Blockchain arbeitet jetzt schon an ihrer Belastungsgrenze. Daher gibt es jede Menge, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Sidechains, also Blockchains, die quasi neben oder parallel zur Bitcoin-Blockchain gefahren werden, in denen dann quasi Transaktionen abgewickelt werden, die dann als ein Block, als eine Transaktion in die Bitcoin-Blockchain eingefügt werden. Tausenden von kleinen Transaktionen die Bitcoin-Blockchain einfach überfördern werden. Kann man sich das ganz einfach so vorstellen, dass nicht, dass von einem Konto beispielsweise nicht jede kleinste Transaktion innerhalb eines Monats aufgezeigt wird, sondern nur am Anfang des Monats war so viel Geld und am Ende des Monats ist so viel Geld. Genau. So genau. Ganz, ganz unfassbar versimpelt. Genau, also wenn du zum Beispiel ein Haushaltsbuch hast, du schreibst da alle deine kleinen alle deine kleinen Einkäufe rein und schreibst am Ende eben quasi, also wenn du zum Beispiel in der WG bist und alle bezahlen eben irgendwie ihr Zeug hin und her und man rechnet dann am Ende des Monats einfach alles zusammen und schaut dann, wer jetzt was bekommt, rauskriegt oder noch nachzahlen muss. Oder man schreibt halt einfach Einkauf bei, keine Ahnung, Edeka und nicht Milch und Zwiebeln. Genau, und so. Genau, genau. So, alles klar. So in der Art. Und sowas funktioniert eben über diese Sidechains. Also da gibt es sehr groß das Lightning Network und dann gibt es noch derzeit das Liquid Network und die entlasten quasi die Bitcoin-Blockchain auf diese Weise. Mhm. Ansonsten würde das Ding, also ein Jahr zusammenbrechen nicht, aber es würde sehr, sehr, sehr langsam werden. Also es ist ja schon jetzt sehr, sehr langsam. Yeah. Daher eignet sich Bitcoin nicht, also meiner Meinung nach, es gibt sicher Leute, die sich damit deutlich besser auskennen und vielleicht auch andere Meinung sind, aber meiner Meinung nach eignet sich Bitcoin nicht als Zahlungsmittel. Es eignet sich als sogenanntes Asset, also als Anlageprodukt, als Spekulationsobjekt und das auch sehr gut. Ja. Aber nicht als Zahlungsmittel, also dafür gibt es andere Blockchain oder Distributed Ledger Systeme, die deutlich besser geeignet werden oder von denen man zumindest annehmen kann, dass sie deutlich besser geeignet sind. Aber wenn es nur ein Asset ist, dann geht ihm natürlich dieser radikale oder fast schon anarchische Ruf so ein bisschen verloren. Der ist ja auch schon weg. Na. Also der ist ja auch schon zu dem Zeitpunkt weg, als irgendwelche großen Banken und Hedgefonds sich entschieden haben, Bitcoin zu kaufen. Wobei ich da dann natürlich einhaken könnte und fragen müsste, aber ist dann das Radikale und Anarchische von NFTs nicht auch in dem Moment verloren gegangen, wenn die großen Konzerne die für sie genutzt haben? Die Frage ist, ob es jemals da war. Also gut. Na gut, es war irgendwann 2015, als irgendjemand sich das ausgedacht hat als ein komisches Konzept, das irgendwie geil ist, um so etwas wie Einzigartigkeit in der digitalen Welt herzustellen.
ja, anarchisch, weiß ich gar nicht, ob man das dann so bezeichnen kann. Also es war jedenfalls neu und spannend und aufregend. Allerdings muss man eben sagen, um auch an deine frühere Frage anzuknüpfen, ich glaube, NFTs werden etwas sehr, sehr Alltägliches werden. Okay. Alleine schon durch eben Videospiele. Nicht NFTs sind für Videospiele und virtuelle Welten. Ja. Das, wonach man sehr, sehr lange, glaube ich, gesucht hatte. Wo man allerdings nicht benennen konnte, was es sein soll. Also oh ja, wenn ich dich unterbreche, aber ich stelle mir gerade vor, wie die Leute von zum Beispiel sowas wie Rockstar auf NFTs reagiert haben. Die müssen ja direkt, da haben ja die Korken geknallt. Glaubst du nicht? Ich meine, ja. so diese großen Spiele. Ja, also, ja, Rockstar, ja, Activision Blizzard. Mhm. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang ja schon gesagt, Ubisoft schaut sich ja zum Beispiel Blockchain sehr, sehr genau an. Mhm. Also die haben ja auch, die sind ja auch zum Backer des Tezos-Ökosystems geworden. Die sind zum was? Von wem geworden? Tezos oder Tezos, je nachdem, ja. Also man kann darüber streiten, wie man es richtig ausspricht. Aber das ist eben auch ein Blockchain-Ökosystem, das ich glaube, wann kam es auf? Weiß ich jetzt gar nicht, 2015? So in der Dreh. Und es ist eben als ein internationales Zahlungssystem konzipiert. Da steckt, glaube ich, ein Ehepaar dahinter. Also einer von denen hat, glaube ich, bei irgendeiner großen internationalen Bank gearbeitet. Und das ist eben so nach Ethereum, nach Litecoin, nach Cardano wahrscheinlich, nach noch ein paar anderen, ist es so derzeit das aussichtsreichste Zahlungsökosystem, das eben auf Blockchain aufbaut. Und Ubisoft unterhält seit einigen Jahren schon mehrere Labors in Anführungsstrichen oder Arbeitsgruppen, die sich eben mit neuen Technologien, neuen Konzepten auseinandersetzen. Und die haben darüber eben in diesem Jahr, ich glaube, wann war es? Februar, März, April, irgendwann in dieser Zeitspanne haben sie eben angekündigt, dass sie eben dem Tezos-Ökosystem System beigetreten sind, eben als ein sogenannter Backer oder Baker, wie sie es nennen. Ja. Heißt, sie haben Geld in Tezos umgewandelt, also echte Euro in Kryptowährung, und das in einen sogenannten Stake-Pool geworfen. Mhm. Stake-Pools sind dafür da, jetzt muss ich noch mal ein bisschen ausholen, Entschuldigung. Bitte, bitte, dafür ist dieser Podcast da. Also es gibt, um die Transaktion auf einer Blockchain zu bestätigen, gibt es verschiedene mögliche Methoden. Das eine ist eben dieses Proof of Work, das Bitcoin eingeführt hat, bei dem eben Rechner quasi große, schwierige mathematische Rätsel lösen, um quasi zu beweisen, dass sie bereit sind, etwas zu investieren, um diese Transaktion zu bestätigen. Ja, okay. Und das frisst allerdings Schweineenergie. Deswegen ist die Bitcoin-Blockchain auch ein echter Energiesünder. Also das es ist eigentlich nicht mehr lustig, wie viel Strom das Ding frisst. Aber ist das nicht, da muss ich jetzt einmal kurz einhaken, aber ist das nicht vor allen Dingen deswegen problematisch, weil dieser Tage Strom so gewonnen wird, wie er gewonnen wird? Auch. Also wobei es gibt, ich weiß es gar nicht, woher diese Studie kam, aber ich glaube, 45-75%, es lässt sich ja nicht genau sagen, der Bitcoin-Blockchain laufen schon auf erneuerbaren Energien. Allerdings in China bisher, mittlerweile ist es ja anders, das hat sich ja in den letzten Tagen drastisch geändert, da sind sehr viele Mining-Farmen immer noch auf günstigen Kohlestrom gelaufen. Bevor wir jetzt gleich wieder zurückkommen, hat China jetzt nicht kürzlich Kryptowährungen verboten oder habe ich mich da verlesen?
Es kommt immer drauf an, wie man es nimmt. Also China steht Kryptowährung schon seit einigen Jahren sehr kritisch gegenüber. Also ich glaube 2017 war es. Da wurden, glaube ich, ausländische Kryptobörsen zunächst verboten. Und erst vor kurzem hat China dann den Handel mit, also das Bezahlen und den Handel mit Kryptowährungen untersagt. Mhm. Also es dürfen dort Dienste kein Bezahlen mehr mit Kryptowährungen anbieten. Banken dürfen nicht mehr mit Kryptowährungen handeln oder irgendwelche entsprechende Fonds betreiben. Und gleichzeitig damit wurde eben auch quasi das Mining für, ja, nicht pauschal illegal, aber unerwünscht erklärt. Was in China ja so ein bisschen das Gleiche ist. Ja, okay. Also deswegen sind auch erste Mining-Firmen jetzt schon dabei, aus China abzuwandern. Also etwa nach Thailand, in die USA und so weiter. Also es werden da von einigen größeren Firmen auch schon internationale Partner gesucht, die etwa dafür sorgen, dass die Mining-Farmen, also die Rechner, die ja doch ein Schweinegeld kosten, ins Ausland verschifft werden sollen. Okay. Und einige Mining-Pools, größere, die es gab, die sind jetzt ein bisschen abgetaucht. Mhm. Also die betreiben wahrscheinlich ihre Farmen weiter. Aber halt in der Grauzone irgendwo zwischen Legalität und Illegalität. Genau. Okay, ja, zurück zum Stromfresser-Blockchain. Ja. Du sagtest ja schon, dass es ein Teil, aufgrund einer Studie, was man natürlich nicht so genau sagen kann, ein Teil wird von erneuerbaren Energien betrieben. Aber der immense Verbrauch von der Blockchain, den kann man ja nicht, am Ende des Tages kann man den ja nicht wegdeuten. Nö, das ist so. Es ist ja so wie die alten Kühlschränke aus den 70er Jahren, die wahrscheinlich uns alle überlebt hätten, aber übertrieben gesprochen schon ein kleines Blockheizkraftwerk brauchen, um das, ihren Job noch vernünftig zu erledigen. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie sind wir da hingekommen? Weißt du, sag mir, das, weißt du es noch? Was genau? Ja, wir waren ja gerade bei dem, naja, banal gesprochen, ökologischen Aspekt von Blockchain. Oder speziell von Bitcoin tatsächlich. Und ach Gott, wo knüpfen wir da jetzt an? Vielleicht mal kurz, ich habe es mal kurz rausgesucht. Ja, bitte. Nach Berechnungen der Universität von Cambridge verbrauchte die Bitcoin-Blockchain zumindest im April, Anfang April, 143 Terawattstunden pro Jahr. Das ist, also wie genau diese Zahl ist oder wie belastbar sie ist, das kann man nicht sagen, weil es ja alles auf Schätzungen und Annahmen beruht. Aha. Nicht, es gibt ja nicht ein Stromzelle für die Blockchain. aber das wäre mehr als Schweden und mehr als die Ukraine verbrauchen. Okay. Ethereum sieht ein bisschen besser aus. Das ist um die 35 Terawattstunden, nachdem die Ethereum-Blockchain allerdings auch durch NFTs bedingt sehr, sehr stark gewachsen ist, dürfte es mittlerweile aber wahrscheinlich im 40, 45 Terawattstunden-Bereich liegen. Das ist immer noch so im Dreh von Ungarn, Katar, Bulgarien. Ja, also wir sprechen hier schon von wirklichen Größen. Das ist nicht wegzudeuteln. Aber muss man nicht die Frage stellen, ob die Probleme, die durch einen Fortschritt hervorgerufen werden, ob die nicht im ersten Moment in Kauf genommen werden müssen, um den Fortschritt überhaupt zu gewährleisten. Und dann im Nachgang, wie zum Beispiel der Vergleich von Bitcoin zu Ethereum, dass, wenn ein Prozess etabliert ist, dann daran gearbeitet wird, dass er zum Beispiel nachhaltiger wird.
Das passiert ja auch tatsächlich. Gut, sehr gut. Also da, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir aufgehört haben, und zwar bei Proof of Work, also dem Prozess, mit dem die Transaktionen quasi bestätigt werden, um dann in Blöcke gebündelt und aufeinander geschichtet zu werden. Dazu gibt es mittlerweile ja Alternativen, also schon relativ früh gab es Alternativen. Zum Beispiel das sogenannte Proof of Stake. Mhm. Da ist es so, da rechnen die Rechner nicht um die Wette, um quasi so zu gewinnen und die Transaktion bestätigen zu können, sondern es gibt dann Rechnerverbünde, die quasi Stake, also quasi Währung, zusammennehmen. Also diese Rechner verfügen quasi um ein Vermögen an zum Beispiel Cardano oder bald Ethereum und rechtfertigen sich damit quasi, dass sie ein Interesse daran haben, dass dieses, dass es dieser Blockchain gut geht und bekommen daraus quasi ihre Legitimation, Transaktionen bestätigen zu dürfen. Okay. Es ist ein bisschen esoterisch, wenn man so sagt, aber also was stellst dir so vor, du hast eine Bank, du gehst da rein, ja, und diese Bank hat kein Geld. Ja. Würdest du bei dieser Bank dein Geld anlegen? Wahrscheinlich nicht, nein. Okay, gehst jetzt quasi zur Volks- und Raiffeisenbank und Sparkasse und bei denen weißt du, dass die Geld haben. Und überlässt quasi denen dein Geld, weil du weißt, okay, die haben Geld. Wenn was passiert, wollen, dass es ihrem Geld gut geht. Ja, okay. Also gebe ich denen mein Geld. Und das ist das ist Proof of Stake. Das ist Proof of Stake, quasi sehr vereinfacht und furchtbar schlecht erklärt von mir. Ja, das glaube ich gar nicht mal. Dagegen, das Einzige, was ich dagegen halten könnte, wäre, dass es ja bei Banken zum Beispiel Korrektive, also Aufsichtsbehörden etc. gibt, die dafür bürgen, dass es auch wirklich so ist. Am Ende des Tages läuft es natürlich auf Vertrauen raus, aber... Ja, die Sache ist, sowas gibt es bei modernen Blockchains eigentlich auch, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es nennt sich dann diese ganze Governance. Das wäre nochmal ein eigener Podcast. Ja, ich glaube auch. Ja, aber es ist so in der Art, also es geht quasi einfach darum, dass du quasi ein Pfand hinterlegst, mit dem du belegen kannst, dass du ein Interesse am Wohlergehen der Blockchain hast. Mhm. Darum geht es quasi. Okay. Es gibt da noch andere Konzepte, zum Beispiel Proof of Space and Time. Das ist dann bei der Chia-Blockchain. Da geht es quasi darum, da überlässt du der Blockchain, der Blockchain, Speicherplatz. Speicherplatz auf deinem Rechner? Speicherplatz auf einem Rechner. Also da werden sogenannte Fields angelegt, also quasi Felder, in denen Kram gespeichert wird. Also was da gespeichert wird, ist erstmal egal. Aber du musst der Blockchain quasi Speicherplatz überlassen, um dich rechtfertigen zu können, dass du an dieser Blockchain mitwirkst. Okay. Daher werden wir wahrscheinlich, weil Chia mittlerweile so ein bisschen durch die Decke geht, wahrscheinlich auch ein bisschen so Shortage bei SSDs und Festplatten irgendwann sehen. Okay, Moment, das heißt, dass dann wirklich dass dann normale Menschen sich eine Festplatte kaufen, die mit einem Server permanent im Internet zugänglich machen und dann der Blockchain sagen, hier, nutz mal von den 2 Terabyte, nutz mal gerne einen. Jein, also die Sache ist, es war ursprünglich so gedacht, dass das jeder normale Mensch machen kann. Also du hast da deinen Rechner, also du solltest vielleicht nicht unbedingt deinen Arbeitsrechner nutzen. Nicht, der muss tatsächlich 24 Stunden am Tag möglichst irgendwie online sein. Aber du nimmst zum Beispiel einen Rechner, hängst da eine SSD ran, ja, und eine Festplatte. Also du brauchst
also es werden zwei Bereiche genutzt. Also einmal quasi so als Zwischenspeicher und einmal als Hauptspeicher. Und da wird einfach Kram drin gespeichert. Und dadurch wirst du quasi legitimiert, eben an diese Transaktion zu bestätigen und darüber, wie eben mein Bitcoin-Mining hin und wieder so ein Shia-Coin zu bekommen. Oder Teile davon. Ja, okay. Die Sache ist allerdings, es ist halt nicht mehr wie in der Anfangsphase bei Bitcoin, wo sich bloß ein paar Nerds dafür interessiert haben, sondern bei der Shia-Blockchain sind sehr schnell eben Betreiber von irgendwelchen bereits etablierten Mining-Farmen aufgesprungen oder auch Betreiber von Data-Centern. Also es wurde einfach industrialisiert. Genau. Und als kleiner Otto-Normal-Nerd mit begrenzten finanziellen Mitteln kannst du da eigentlich nicht mehr so viel wuppen, was eigentlich total schade ist. Ja. Also das wird demnächst, oder vielleicht geht es jetzt schon, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls wollte Chia eben auch so Pools ermöglichen, also wo quasi mehrere Menschen sich zusammenschließen können, um gemeinsam ihren Speicher bereitzustellen und dadurch quasi der Pool als solches Auszahlung bekommt und die dann unter allen aufgeteilt werden. Okay, verstehe. Ja, aber leider, also so als Einzelperson kannst du da nicht viel reisen, was ein bisschen schade ist. Mhm. Nicht, ansonsten hätte ich das auch gemacht. Also ich habe mir das angeschaut. Also es ist ein sehr interessantes Konzept, weil an sich ja deine drehenden Festplatten und deine paar SSDs, die verbrauchen halt nicht viel. Also in Summe, wenn man es eben mit Bitcoin und diesen Grafikkartenwahnsinn vergleicht. Genau darauf möchte ich auch noch mal zu sprechen kommen. Aber ich muss ganz kurz einen Break machen. Ich muss nämlich einmal kurz auf die Toilette. Es ist morgens, ich habe viel Kaffee getrunken. Ja, und ich hole mir einen Kaffee. Okay, ja, wunderbar. Wieder da. Warum, wenn du jetzt sagst, dass du dir selber eigentlich sowas mal gerne geholt hättest, warum? Was wäre da deine Motivation? Einfach nur, um zu gucken, was es ist, wie es funktioniert? Oder was wäre da deine Intention hinter? Ja, reich werden, ne? Ah, so. Also. Nee, eigentlich nicht. Also, Moment, lass mich mal kurz das Fenster wieder zumachen. In der Bude wird es irgendwie so schnell warm, wenn die Sonne drauf scheint, das ist furchtbar. Ja, ist bei mir genauso. aber egal. Also ich hoffe, du hältst es aus. Ja, das Badfenster ist offen, das sorgt für ein bisschen Zug. Mich persönlich interessiert an Kryptowährungen und Blockchains an sich erstmal die Technik bzw. Das Konzept dahinter. Mhm. Aber natürlich geht es mir, wie eben vielen anderen, darum, auch ein bisschen damit zu spekulieren, weil ich durchaus der Meinung bin, dass Kryptowährung an sich und also als Asset, aber auch als Währung durchaus eine Zukunft haben könnten. Und mir geht es eben selbst, also Chia ist finde ich jetzt nicht so interessant, aber zum Beispiel Cardano finde ich sehr spannend. Mhm. Also das ist quasi so ein Rivale von Ethereum, der seit einiger Zeit aufgebaut wird, eben von einem der Mitentwickler von Ethereum, Charles Hoskins. Und die sind zum Beispiel sehr in Afrika derzeit aktiv. Also die wollen zum Beispiel Banking bei unbanked quasi. Also wo Menschen, die keinen Zugang zu einer Bank haben, quasi ihre Wallet auf dem Smartphone haben können und dadurch quasi einfach Geld haben können, mit dem sie handeln können. Mhm. Aber es geht auch darum, zum Beispiel die Blockchain eben als ein Digitalisierungsangebot zu etablieren. Also du kannst auf Blockchains ja alles Mögliche speichern. Du kannst da Verträge drauf speichern. Du kannst da Grundbucheinträge drauf speichern. Du kannst da Schulnoten drauf speichern. Du kannst da Tickets für einen öffentlichen Personennahverkehr drauf speichern, etc. pp. Und
vieles davon wird jetzt eben in Ländern, eben von Cardano, aber auch einigen anderen Blockchain-Ökosystemen getestet, die man sonst eben ja als immer so als dritte Welt bezeichnet. Aber die könnten durchaus zu einem Vorreiter einer neuen Art von Digitalisierung werden. Und ich weiß es gar nicht, wo ich damit hin wollte. Aber grundsätzlich finde ich das sehr spannend und ich möchte da auch so ein bisschen Teil davon sein. Ja. Also ich habe mir zum Beispiel auch für vorgenommen, im Sommer mal zu gucken, ob ich einen eigenen Cardano-Staking-Server aufsetzen kann. Aha. Also wo du eben Proof of Stake quasi, du hinterlegst da eben, wie bei anderen Pools, eben so ein Teil von Cardano eben als Währung und wirst dadurch legitimiert, irgendwie so ein paar Transaktionen zu bestätigen und wirst dafür vom Netzwerk quasi belohnt. Das Lustige ist eben, so ein Staking-Server, das ist eben quasi das komplette Gegenteil von so einer Mining-Rig bei Bitcoin. Da kannst du einen Raspberry Pi nehmen. Ein was? Ein Raspberry Pi. Ein Mini-Rechner. Also, okay. Also es ist wirklich so eine Platine, da ist ein Chip drauf, also ein Prozessor, da ist Speicher drauf, der ist so groß wie eine Kreditkarte, kannst du in ein kleines Gehäuse einbasteln, zack, funktioniert. Ah, okay, und du brauchst halt nicht irgendwie so eine wassergekühlte Serveranlage. Absolut nicht. Also genau absolut. Das Gegenteil vielmehr. Genau. Okay. Also das, also ein Raspberry Pi, die sind normalerweise eben zu, ja, also du kannst die auch als vollwertigen Computer nutzen, theoretisch, wenn du da ein schmales Linux irgendwie drauf wirfst. Ja. Kannst du damit arbeiten? Bei mir steht einer rum, der ist quasi als Media Center, wird er genutzt, hin und wieder. und ich möchte da eben auch einfach mal zu gucken, ob ich das hinkriege. Also weil ich eben auch die Technik einigermaßen verstehen will, eben mal so als einen Staking-Server aufsetzen, einfach mal um zu gucken. Und da die Dinger ja nicht sonderlich viel Strom fressen, könnte man das Ding zumindest im Sommer auch vollständig mit Solarstrom betreiben. Ah, ja, okay, verstehe. Also ich habe hier im Arbeitszimmer weil das eh immer schön dunkel sein soll, habe ich da zwei Solarpaneele im Fenster hin. Im Fenster? Ja. Okay. Die liefern zusammen, ich glaube, 160 Watt, glaube ich. Ja. Da hängt eben ein Solarstromgenerator dran. Also da, damit lade ich normalerweise eben meine Switch und meine Handys. Ja. Aber es würde theoretisch, also ich habe es mal durchkalkuliert, für den Raspberry Pi vollkommen genügen. Ja, okay. Mein Gott, du hast ja richtig Pläne. Vor allen Dingen Sommer, naja, es ist Sommer. Ja. Es wird Zeit. Aber ich brauche eben auch ein bisschen Zeit, um das mal anzugehen. Man muss ja leider auch arbeiten. Was du ja sehr viel machst, weil ich lese ja einen hervorragend geschriebenen Artikel von dir nach dem anderen. Und jetzt keine falsche Bescheidenheit. Du hast kürzlich einen Artikel bei 1E9 verfasst, wo es um das dezentrale Internet geht. Also Web3. Und ja. Das scheint ja zumindest von meiner Warte aus die bestenfalls ein enthusiastischer Anfänger ist, was all das angeht. Das scheint ja so der große Star zu sein, den eine Blockchain ermöglicht. Weil es auch nach meinem schmalen Verständnis das Internet, was wir heute kennen, mit all den Problemen, die es hat, ja, revolutioniert. Und da kann man das Wort, glaube ich, anbringen. Und jetzt kommst du. Oh Gott, okay. Ja, es, Web3 ist, eigentlich finde ich diese Begriffe immer ein bisschen schwierig, weil sie Entwicklung so
ungerechtfertigt abkapseln. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was jetzt genau Web3 beschreibt. Aber man kann es natürlich, wenn man es einfach halten will, als eine weitere Evolutionsstufe des Internet begreifen. Wobei diese Evolution eigentlich dafür da ist, um das Internet wieder so zu machen, wie es mal war. Denn das Internet hat ja als eine sehr dezentrale Infrastruktur begonnen. Und erst in den letzten Jahren, also mit dem Aufkommen von Unternehmen wie Amazon, Yahoo jetzt natürlich nicht mehr, aber diesem servicebasierten Internet. Google, Akamai, Facebook etc. pp. Hat es sich doch zu einer sehr zentralisierteren Infrastruktur wieder entwickelt. Und die Idee des Web3, wenn man es so sagen darf, ist, das alles wieder dezentraler zu machen. Also dafür zu sorgen, dass Angebote nicht mehr von einem Unternehmen, von einer Serverinfrastruktur kontrolliert werden, sondern einfach resilienter sind dadurch, dass sie verteilter werden. Genau. Weniger monopolistisch. Ja, weniger monopolistisch, weniger zentral, weniger abschaltbar, wenn man so sagen kann. Ein Teil davon ist die Blockchain. Also zumindest die Blockchain im Sinne, wie sie Satoshi Nakamoto mal definiert hat, eben dadurch, dass sie von den Nutzern selbst getragen wird. Genau. Und dazu kommen allerdings noch andere Projekte, also IPFS, Interplanetary File System zum Beispiel. Das ist quasi, wie beschreibt man es am besten? Es kennt ja jeder BitTorrent, ne? Was bitte? BitTorrent. Also Peer-to-Peer. Ja, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber es ist auf jeden Fall ein gängigerer Begriff, ja. Okay. Es geht quasi darum, den Speicher im Internet zu bittorrentisieren, wenn man so will. Also quasi das, was Napster damals gemacht hat? Weniger. Okay. Also eher im Sinne von Freenet, aber das kennt leider keine Sache. Also nicht gemeint ist das Freenet in Deutschland, sondern Freenet Project. Das war eine anonymisierte File-Sharing-Variante, die das, was IPFS gerade versucht, bereits in den, oh Gott, auch schon in den 90ern? Bin jetzt gar nicht so sicher. Jedenfalls geht es darum, dass Menschen auf ihren Computern ein bisschen Speicher zur Verfügung stellen, auf dem Daten abgeladen werden können. Ja. Und quasi eine Art Cloud über das gesamte Internet zu ziehen. Ja, macht bisher einen Sinn für mich. Technisch ist es alles hochkomplex und ich verstehe wahrscheinlich nicht mal ein Achtel davon. Allerdings, es gibt schon erste Anwendungen dafür. Also es wird auch schon genutzt. Es gibt auch schon Dienste, die darauf aufbauen. Und man kann sich das auch einfach anschauen. Also es wer jetzt auch mal hier zuhört, einfach mal auf die Seite vom IPFS gehen. Man muss sich dafür ein kleines Programm herunterladen, dann noch ein kleines Plugin für den Browser und schon kann man im IPFS surfen. Es gibt da auch genug Anlaufstellen. Also es gibt zum Beispiel bereits die Wikipedia im IPFS komplett hinterlegt. Es gibt File-Sharing-Dienste, die im IPFS stattfinden. Und was das Ganze eben so interessant macht, aber natürlich auch ein bisschen gefährlich, ist, dass sich auf diese Weise nichts mehr zensieren lässt. Das hat jetzt aber nichts mit dem Darknet zu tun. Schwierig. Es kommt jetzt wieder darauf an, wie du Darknet definierst. Darknet ist ja eigentlich
erstmal nur das Internet, das nicht auf der Oberfläche des Web vorhanden ist. Genau. Also ja, das stimmt, Darknet ist eigentlich ein blöder Begriff. Ja, also es im Grunde ist das IPFS, das Interplanetary File System, solange es nicht weithin etabliert ist, eine Art von Darknet. Mhm. Mhm, mh. Aber das hat jetzt nicht unmittelbar etwas mit dem Onion-Routing zum Beispiel von Tor zu tun. Wobei es Dienste gibt, die über Tor anwählbar sind, die eben auf dem IPFS gehostet sind, wenn man so will. Okay. Okay, also wenn man davon ausgeht, dass so etwas wie Freiheit oder Ungebundenheit etwas ist, was man anstrebt, dann kann man ja darüber nachdenken, wo und wann ist Mensch in seinen Handlungen am freiesten. Und zum Beispiel, wenn er allein auf weiter Flur steht und das, was er tun kann, niemanden sonst beeinflusst oder interessiert, dann ist er in gewisser Weise frei. Ja, das Problem ist eben mit solchen unzensierbaren Infrastrukturen hast du natürlich auch ein enormes Missbrauchspotenzial. Naja, klar. Also du könntest, wenn du willst, im IPFS Terroristen-YouTube aufbauen oder Kinderpornografie oder sonst oder etwas. Generell das Schlimmstmögliche, was man sich ausdenken kann. Die Sache ist, das alles findet natürlich in begrenzter Weise schon jetzt statt. Mhm. Und man kann eben nicht wirklich etwas dagegen unternehmen. Das ist eben das Problem. Also zumindest jetzt noch nicht. Da könnte man wieder auf so Sachen wie eben so eine Governance kommen, also so eine Art digitalen Rat, der eben über Legitimations- und Abstimmungsverfahren, die eben zum Beispiel wieder auf einer Blockchain laufen könnten, darüber bestimmt, ob etwas verboten oder erlaubt werden soll. Da könnte man zum Beispiel, also es gibt auch schon erste Projekte, die zum Beispiel so etwas für eine neue Art von Social Networks machen wollen. Ja, da hast also, du, glaube ich, über Ethereum World mal geschrieben. Genau, also Akasha bzw. Ethereum World. Fangen wir mal kurz mit Akasha an. Akasha ist erstmal eine Stiftung, die von ehemaligen Mitgliedern des Ethereum-Teams, also die Ethereum-Blockchain entwickelt haben, gegründet wurde, um eben eine neue Art von Social Networks zu ermöglichen. Also Akasha an sich soll ein Framework sein, also stellst du dir vor wie WordPress für Blogs, eben für Social Networks, die allerdings auf der Ethereum-Blockchain laufen. Und Ethereum World ist quasi so die erste Iteration davon, die vom Akasha-Team selbst entwickelt wird. Das Ding gibt es bereits, es ist in einer sehr, 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 sehr frühen Alpha-Fassung. Und da sieht man auch relativ gut, wie das mit dem Web 3 so funktioniert. Nämlich, man meldet sich da an, allerdings eben nicht mit E-Mail-Adresse und Passwort, sondern mit deiner Ethereum-Wallet. Also die braucht man schon. Genau, die brauchst du dafür, aber sonst nichts. Also du hast eben deine Wallet mit Ethereum. Also da kannst du zum Beispiel MetaMask nehmen oder sonst etwas, was du auch immer nutzt, und meldest dich damit einfach bei Ethereum an, bei Ethereum World an, und hast dann ein Social Network, das wie ein sehr rudimentäres Facebook aussieht. Also du kannst da schon schreiben, kannst Bilder hochladen etc. pp. Kannst bei anderen Leuten die Beiträge kommentieren. Sonderlich mehr geht jetzt noch nicht. Ja. Aber es soll sich eben entwickeln. Und irgendwann, das ist zumindest das Ziel,
soll dieses Social Network komplett von den Nutzern regiert werden. Eben über ein sogenanntes Governance-System. Heißt, die Nutzer haben quasi ein Mitbestimmungsrecht, also wie genau das abgewickelt wird, das, das steht noch nicht fest, aber man kann zum Beispiel darüber dann ja mal abstimmen, ob zum Beispiel bestimmte Hass- und Gewaltbilder verboten sein sollen, ob man dafür ist, dass Holocaust-Leugnung auf dieser Plattform erlaubt ist oder nicht. Mhm. Ob Nazis und Verschwörungstheorien erlaubt sein sollen oder nicht. Mhm. Und so weiter und so fort. Eine Moral, also es würde im Grunde genommen gesetzt im Fall, dass alle auf Ethereum World wären, wäre das dann so der ultimative demokratische Test? Wenn man so will, ja. Die Sache ist, es würde eben dem Rechtsverständnis von etablierten Staaten vollkommen entgegenstehen. Ja. Nicht, du hättest auf dieser Plattform, da sie vollkommen dezentral läuft, keinen Einfluss. Ja, genau. Es gibt niemanden, der zensieren kann. Genau, du kannst da nicht hingehen wie bei Facebook und sagen, bäh, mag ich nicht. Ja, und ich melde das jetzt. Oder hier, ich zeige euch an. Ja. Nicht, die Macher von Akasha, die wären ja auch nicht die Betreiber. Ja. Die wären ja bloß die Entwickler. Das heißt, die entwickeln es und dann ist es draußen in der Welt und es gehört allen und niemandem. Solange es von den Leuten genutzt wird, ja. Sind wir schon weise genug für sowas? Nein. Also man muss natürlich erstmal abwarten, ob sich so etwas wie Ethereum World natürlich erstmal etabliert. Also bisher ist das Ding erstmal da und es passiert noch nicht viel. Allerdings ich gehe mal stark davon aus, dass sich diese Dinge in irgendeiner Weise durchsetzen werden. Sei es in eine Nische oder in der Breite, das wird man noch sehen. Aber diese Dinge, sie werden das Rechtsverständnis vieler Staaten ziemlich auf die Probe stellen. Das Internet entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber das Internet jetzt stellt ja schon das Rechtsverständnis vielleicht nicht ganzer Staaten, aber vieler Leute schon regelmäßig auf die Probe. Ja, also das, ja, stimmt natürlich, aber das wäre bei so Netzwerken wie Ethereum World noch in einer ganz anderen Art. Oder es gibt ja auch diesen Twitter-Konkurrenten Mastodon, der auch vollkommen dezentral läuft. Aber da ist eben die Sache, diese Netzwerke, die haben bisher nicht so einen großen Einfluss und so eine große Popularität, dass sie einfach den Staat interessieren. Ja, ich verstehe. Das sind so die Kids, die in der Ecke spielen. Genau, also es muss erstmal eine gewisse Größe erreichen, um tatsächlich ja ins Auge des der Staaten zu fallen und der Rechts- und Justizorgane. Und das haben wir bisher eben nicht. Also es wird auf jeden Fall kommen. Und bei solchen Netzwerken, die eben auch vollkommen dezentral gehostet werden, bei denen du wahrscheinlich nicht mal nachvollziehen kannst, wo irgendwelche Daten liegen, beziehungsweise die du auch nicht abschalten kannst, da wird es zumindest sehr interessant werden. Also wir sehen ja jetzt schon, mit Kryptowährung, dass sich da gewisse Fragen aufwerfen, die bis vor einigen Jahren einfach vollkommen egal waren. Also ich habe zum Beispiel einfach mal bei meiner guten Steuerfrau vor kurzem einfach mal angefragt, wie es jetzt eigentlich mit Gewinn aus Kryptowährung sein sollte. Also ich habe bisher aus Kryptowährung kein Geld in Anführungsstrichen rausgeholt, im Sinne von, dass ich noch nichts davon in echte Euro getauscht habe. Mhm.
Aber so etwas wird natürlich auch akut werden. Also ja, in vielen Bereichen ist es das ja schon. Ja, also es gibt natürlich Menschen, die jetzt da damit schon viel Geld gemacht haben, und man muss eben auch wirklich aufpassen. Also man möchte sich da nicht mit dem Finanzamt es verscherzen. Und das möchte man niemals. Nein. Und da ist eben tatsächlich die Frage, wie man das jetzt rechtsgültig macht. Also es gibt da Regeln, die sind alle total vernünftig. Und wenn man eben eine gute Steuerfrau hat, die sich darum kümmert, oder einen Steuermann, je nachdem, dann ist das alles auch schon gut. Aber man muss eben sehen, Kryptowährung kommen eben, auch wenn ich diese Formulierung jetzt echt hasse, in der Mitte der Gesellschaft an. Und ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber es ist ja so. Ja, und vor allem, wenn du dir anschaust, dass jetzt eben auch Mainstream-Services Bitcoin und andere Kryptowährungen adaptieren bzw. anbieten, also zum Beispiel PayPal. Ja, da kann man jetzt schon über Bitcoin bezahlen, oder? Du kannst da zumindest, also bezahlen, glaube ich, zumindest in, ich glaube, es kommt, also das Bezahlen kommt, glaube ich, in diesem Jahr, seit Ende letzten Jahres kannst du bei PayPal in bestimmten Weltregionen Kryptowährung kaufen. Ja, also genau so war's. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash? Nee, ich glaube Dash nicht. Ja, gut, eine prominente Auswahl. Das ist, liegt ja auch also irgendwie nah, dass man so sagt, so, was sind die 15 populärsten Kryptowährungen? Okay, die nehmen wir jetzt mal in unseren Service mit auf. Ja, also ich glaube, bisher sind das eben ich glaube, eine Handvoll oder so. Ja, ja. Welche genau, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber Bitcoin, Ethereum, Litecoin sind dabei auf jeden Fall. Und ja, also eigentlich sollte man davon ausgehen, dass sich die Behörden jetzt auch stärker damit befassen. Boah. Deswegen sage ich ja, sollte man davon ausgehen, dass aber man ist schon so oft von Sachen ausgegangen, dass sich die Behörden damit befassen. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf dieses dezentrale Netz zurückkommen, denn das ist etwas, du hast auch gerade was gesagt, dass man überhaupt nicht weiß, wo die Daten liegen. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wie kann das überhaupt funktionieren? Weil in meiner kleinen Vorstellung ist es so, dass das Internet angefangen hat, weil Computer 1 mit Computer 2 gesprochen hat, ohne dass sie im selben, ja, wahrscheinlich waren sie sogar im selben Raum, aber die beiden haben miteinander kommuniziert. Dann kam der dritte und der vierte dazu, dann kamen irgendwann Webseiten, du merkst, ich verkürze das brutal, und dann gab es Bilder im Internet und die mussten irgendwo liegen, also hat der vom ersten Computer gesagt, hier ist eine Festplatte, da packen wir das jetzt drauf und so weiter und so weiter. Und jetzt haben wir Serverfarmen in, keine Ahnung, Island oder Grönland, da wo es kalt ist. Und man kann es aber noch immer irgendwie nachvollziehen. Aber wie kann es überhaupt physikalisch sein, dass man nicht weiß, wo etwas liegt? Weil ist es nicht so, dass spätestens, wenn es auf die Hardware, sprich die Server, zurückfällt, das dezentral dann eher gar nicht mehr so dezentral ist? Was verstehe ich nicht? Dazu müsste man jetzt tatsächlich aus dem Paper zum IPFS oder andere derartiger Systeme zitieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn du zum Beispiel eine Datei im dezentralen Netz oder in einem dezentralen Netz, ich verallgemeinere jetzt einfach mal, ablegst, ja, die Datei wird nicht als Ganzes irgendwo abgelegt, sondern sie wird zerstückelt und verschlüsselt und irgendwo abgelegt. Ah, okay. Es kann sein, dass ich zum Beispiel, wenn du irgendein Bild von dir hochlädst, ich zum Beispiel ein Drittel dieses Bildes auf meiner Festplatte habe und die anderen zwei Teile liegen zum Beispiel irgendwo auf einem Server in Asien und das letzte Stück irgendwo in Nordamerika zum Beispiel. Die Sache ist, bei Systemen wie dem IPFS wird die Adressierung von Daten vollkommen neu gedacht.
Also du hast da keine Serveradresse, mhm. Sondern du hast einen Wert, der diese Datei adressiert. Okay. Das, oh Gott, wie erklärt man das jetzt am besten? Also du hast statt eine IP-Adresse plus ein Verzeichnis plus die Dateinamen, hast du einen Wert, der exakt diese eine Datei beschreibt und quasi in dieses Peer-to-Peer-Netz hineinschreit, hallo, ich möchte die Datei oder die Datenblöcke, die an diesen Wert geknüpft sind. Wie ein Fingerabdruck vielleicht? Das trifft's nicht ganz. Okay, verdammt. Aber so in der Art ist es. Ja. Ähnlich wie es eben bei BitTorrent funktioniert. Also ein Torrent, wenn du dir ein Torrent runterlädst, diese Datei, die enthält ja quasi auch nur den Wert der Teile dieser Datei, die hinter diesem Wert steht, adressiert. Ja, ja, stimmt. Die sind so fragmentiert. Die sind irgendwie überall. Ja, ja. Genau. Aber eigentlich müsstest du darüber, wie das genau funktioniert, da müsstest du mit jemandem reden, der das wirklich versteht. Ja, unbedingt. Also ich habe hohe Hoffnungen gehabt, dass du mir das erklären kannst, weil das ist der Punkt, wo ich immer so gedanklich da renne ich gedanklich gegen eine Wand. Ja, also es ist tatsächlich in gewisser Weise höhere Magie, die da stattfindet. Ja, darauf kann man sich doch einigen. Das ist dann halt Magie. Ja, nee, es ist sehr, sehr komplex, was da abläuft. Und die Menschen, die sich das ausgedacht haben, da muss man auch wirklich sagen, die denken in einer anderen Art und Weise. Also darauf muss man tatsächlich erstmal kommen. Ja, okay. Ich meine, das Internet, wie es sich uns heute präsentiert, ich sagte ja gerade schon diesen komischen Begriff Internet des Services, das ist ja auf der einen Seite verständlich, ja doch, ist es schon relativ verständlich. Eigentlich teilt sich das Internet in, es ist wie eine große Einkaufsstraße und die Hälfte von allem gehört Amazon. Und gleichzeitig. Ja, da ist die Sache, da muss man wieder unterscheiden, nicht das Internet, sondern das Web. Also das Internet an sich ist ja viel, viel größer als das, was du im World Wide Web hast. Also es gibt ja. Du unterteilst jetzt zwischen World Wide Web und Internet? Ja, muss man. Muss man eigentlich machen, nicht? Zum Internet gehört eben noch sehr viel mehr. Also du selbst hast ja schon das Darknet genannt. Ja. Also das gehört ja nicht zum World Wide Web. Ja, ja, richtig. Und richtig. Du hast auch angeknüpft an das Internet unglaublich viele Rechenzentren, in denen Zeug stattfindet, mit dem du selbst absolut nichts zu tun hast. Okay, aber ey, um bei dem Beispiel der Einkaufsstraße zu bleiben, das World Wide Web, jetzt darf ich es nicht wieder durcheinander bringen, das ist die Einkaufsstraße und natürlich sind da drunter Kanalisation, Strom etc. Und wenn man in irgendeinen Laden im Einkaufszentrum in einer Straße geht, natürlich gibt es da noch jede Menge Infrastruktur, die wichtig ist, aber das, was hauptsächlich frequentiert wird, sind halt die Läden und die Dienstleistungen, die in einer solchen Straße abgerufen oder eingefordert werden können. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendjemand hat die Frage sinngemäß formuliert, ob es uns nicht merkwürdig vorkommt, dass gerade die Großen, das heißt also Apple, Google, Facebook etc., natürlich Amazon, dass die sich untereinander schon in schon fast kartellhafter Art und Weise vernetzt haben. Das natürlich über Google findet man überall hin, aber dass man sich auch bei irgendwelchen Services mit seiner Apple-ID oder mit Facebook oder mit Google einfach anmelden kann und das ist dann sehr convenient und man muss da nicht mehr den furchtbaren Umweg gehen, seine eigene E-Mail einzugeben und dann vielleicht noch ein neues Passwort zu finden. Mhm. Und es stimmt doch irgendwie, weil wenn, keine Ahnung, sagen wir, du fährst einen Mercedes. Und die sagen, wenn du einen Mercedes fährst, sind
alle Burger King-Filialen in Deutschland sofort in deinem GPS. Und wenn du dahin fährst, musst du dich nicht mal vorstellen, weil ne, du fährst ja einen Mercedes, wir haben deine Daten, wir teilen die dann mit Burger King und du kriegst dann da die ultimative Burger Experience, weil du einen Mercedes fährst. Da würden doch, glaube ich, viele Leute sagen, ey, das ist doch, das stinkt schon ein bisschen nach Kartell. Passiert das nicht? Ich glaube im Kleineren, oder? Also ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, also es kann sehr gut sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube, in den Navigationssystemen, zumindest in den USA von bestimmten Automarken, ich mag jetzt keine spezifisch benennen, da bezahlen bestimmte Burgerketten und bestimmte andere Schnellrestaurants dafür gelistet zu sein. Okay, ja, macht Sinn. Aber wollen wir das? Ist das, wo man als erleuchtete Gesellschaft hin will? Ich bin eine Einzelperson, daher ist die Frage, daher kann ich die natürlich nicht beantworten. Okay, aber also eine gewisse Convenience. Ist natürlich immer sehr erwünscht. Die Frage ist, ob sie irgendjemand anderen in gewisser Teile benachteiligt oder mich übervorteilt. Ja. Und um mal auf diese Allianzen zwischen den großen Internetunternehmen zu kommen. Also, dass du dich mit deinem Google-Login bei vielen anderen Services einloggen kannst. Das ist natürlich grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, was dann daraus folgt. Zum Beispiel, ob Google da meine Daten abschnorchelt, ob diese Daten dann für gewisse Zwecke benutzt werden, von denen ich nichts weiß oder nichts wissen soll. Mhm. Das ist dann die Frage. Ja, aber passiert das? Passiert das nicht? Ist nicht das, was hier Cambridge Analytica-Skandal, was da rausgekommen ist? Wobei, da war es, glaube ich, Facebook. Facebook, ja. Ja. Aber ja, allein schon, dass man so süffisant die alle in einen Topf schmeißen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist zumindest mit diesem Cambridge Analytica-Fall die tolles Wort, Datenkrake, das wird dir gefallen, damit ist dann die Datenkrake in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich meine, die Sache ist natürlich, wenn man über diese Firmen redet und auf welche Weise sie Daten sammeln und wie diese Daten genutzt werden, da existieren sehr viele Halbwahrheiten und Gerüchte oder auch Verschwörungstheorien. Also es gibt ja zum Beispiel immer noch Leute, die meinen, dass Facebook sie über das Mikrofon ihres Smartphones abhört. Ja. Und da ist eben das Problem, das muss Facebook nicht tun. Du hinterlässt auch so schon genug Daten, aus denen sie dein komplettes Leben rekonstruieren können. Ja, das stimmt. Also wenn man alleine mal schaut, zum Beispiel der Facebook-Pixel, ja. Den du als Website-Betreiber einfach auf deine Seite einbauen kannst, um die Performance deiner Seite irgendwie zu messen. Also wie viele Leute kommen vorbei, wie lange bleiben sie etc. pp. Mhm. Über das Ding kann dich Facebook durch das komplette Internet verfolgen. Ja, klar. Und es gibt ja auch noch genug Webseiten, die auch die Facebook-Kommentarspalten einbauen. Ja. Und bei Google hast du eben hast du AdSense, dann hast du die Google Advertising-Firmen, DoubleClick und so weiter. Also es ist da ein Datenmonopolismus entstanden, der zumindest nicht gesund ist, glaube ich. Ja, das denke ich nämlich auch. Und ich
habe auch dieses mit dem Mikrofon, das ist ein schönes Beispiel. Viele größere Firmen oder große Firmen müssen gar keine extra Anstrengung mehr auf sich nehmen, um dich auszuspionieren ist ein sehr schwieriges Wort, aber um an Daten von dir zu kommen, weil ganz viel gibst du denen ja eh. Ja, genau. Da auch diese Sache, dass ich hoffe, das kriege ich auf die Kette, dass dein Mobiltelefon schreit ja permanent nach dem nächsten Funkturm. Weil sonst kann es ja nicht kommunizieren. Und entsprechend lassen sich ja auch daraus dann Tracking-Muster ableiten. Du brauchst da nicht mal die Funktürme. Also der Großteil der Location-Services, der funktioniert ja mittlerweile über WLANs. Ja, stimmt. Also wenn du mit deinem Smartphone durch die Stadt gehst und du hast das WLAN aktiviert, dann verknüpft sich dein Smartphone, ja, also es verknüpft sich nicht, aber es fragt, wenn ein WLAN auftaucht, ja, konstant danach, hallo, was für ein WLAN bist du? Ja, stimmt. Ich kann das ja auf meinem Smartphone sehen, welche verschiedenen WLAN-Router Das hilft auch den Location Services von Android und iOS, dein Smartphone zu verorten einfach auch, weil das für viele Apps nötig ist. Wenn du zum Beispiel sowas, irgendeine Jogging- oder Trainings-App oder sonst was nutzt, ja. Über Funktürme wärst du nicht so genau zu verorten. Und man muss ja auch damit rechnen, dass zum Beispiel GPS irgendwann ausfällt. Und dann switcht eben dein Telefon ganz automatisch eben auf die Location Services, die eben auf Funktürmen und dem WLAN basieren. Also wenn zum Beispiel du in ein Einkaufszentrum gehst und dort keinen GPS-Empfang mehr hast, die ganzen Läden dort haben ein WLAN und sagen dir dann oder sagen deinem Handy, wo es ist. Auch wenn du dich nicht in das WLAN einwählst, sondern es bloß abfragst. Ja, weil es ja es gibt ja in dem Moment einen Kontakt, wenn ich in meinem Handy sehen kann, welche WLAN-Anbieter um mich herum sind. Andersrum müssen die mich ja auch sehen können. Genau. Und so ist es zum Beispiel, du kannst ja auch über Facebook deinen Standort teilen. Aha. Und erschreckend oft hast du eben statt irgendwie nur irgendeine Adresse, hast du eben zum Beispiel, ja, ich bin hier gerade beim Subway sowieso oder bei McDonald's sowieso. Und das kommt eben auch über das WLAN. Selbst wenn du in das WLAN an sich nicht eingeloggt bist. Ja, verstehe. Weil er die Daten, die er bekommt, selber interpretiert im weitesten Sinne. Ja, das ist eben bloß eine kurze Abfrage, die da stattfindet. Hallo, ist ein WLAN? Ja, hier ist das WLAN für McDonald's und das war's schon. Der Datenmonopolismus, das ist ja so ein Punkt, wo viele Leute sagen, dezentrales Internet könnte da oder würde da helfen, faktisch. Möglicherweise. Muss man abwarten. Aber würdest du sagen, dass diese Entwicklung hin zu einem oder hin zu Ambitionen, etwas Dezentrales zu machen, ist das was sinnvoll ist? Oder anders gefragt, bietet es mehr Chancen als Gefahren? Das lässt sich sehr schwer sagen. Darum bin ich ja mit dir, einem Experten, hier zusammen. Ja, aber ich bin doch kein Experte. Ich bin auch bloß irgendein Idiot, der sich ein bisschen mit dem Kram beschäftigt. Das sind die meisten Experten. Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Also beziehungsweise ich möchte mir da keine eindeutige Beurteilung der Gesamtlage zutrauen. Also ich sehe schon, dass Dezentralisierung bzw. dezentrale Services in gewissen Bereichen sehr hilfreich werden und sicherlich einen sehr positiven Einfluss haben könnten. Auf der anderen Seite hast du natürlich, das hatten wir ja vorhin, dass mit dezentralen Services sehr viel Schindluder und sehr viel Dunkles, Böses und Fieses angestellt werden kann.
das wir auch jetzt schon im normalen Internet sehr schwer bekämpfen können. Mhm. Sei es eben Terrorfinanzierung, Kinderpornografie, Geldwäsche etc. pp. Und diese Lage könnte sich durch die Dezentralisierung natürlich noch verschärfen und verschlimmern. Und ich glaube, das möchte keiner. Also es ist jetzt kein Argument dafür oder dagegen, das ich machen möchte. Mhm. Also ich sag bloß, Dezentralisierung kommt, also beziehungsweise in gewissen Bereichen ist schon da. Und da wir sie nicht verhindern können, sollten wir sie natürlich umarmen und dafür sorgen, dass sie in einem positiven Sinne genutzt wird. Mitgestalten. Ja. Ja. Ja, das ist was gerade vor dem Hintergrund dieses ganzen Themenkomplexes immer wieder gesagt wird, dass im Zweifelsfall mal den Fuß ins Wasser halten, ein bisschen was mitmachen, mitgestalten, nicht nur um es kennenzulernen, sondern um vielleicht auch einfach eine gewisse Form von Teilhabe da drin zu haben. Ja, die Sache ist, wie bei jeder neuen Technologie gibt es eben Chancen und Gefahren. Und ich kann eben wirklich nicht sagen, und ich möchte es eigentlich auch nicht sagen, ob bei der Dezentralisierung, in welcher Art und Weise sie auch immer stattfindet, ob da die Chancen oder die Gefahren überwiegen. Und ich habe schon gesagt, eigentlich ist es auch total egal, was ich da sage. Nicht, es passiert ja sowieso. Mhm. Also von daher, ich bin ja auch bloß ein Journalist. Und ich schaue mir das halt an. Ich versuche es einigermaßen zu verstehen. Und ich versuche einigermaßen gewisse Aspekte daraus zu nehmen und zu beurteilen oder in einen Kontext zu setzen. Und vielleicht damit ein bisschen mitzuhelfen, diese Entwicklung mitverfolgbar und mitgestaltbar machen zu können. Aber was letztlich bei rauskommt, das ist eine komplett andere Sache. Und die Dezentralisierung ist auch so etwas, wie schnell sie vorangeht, das lässt sich eben auch nicht wirklich sagen. Also bei Kryptowährungen geht es relativ schnell. Ich glaube, auf die ersten in der Breite nutzbaren und akzeptierten dezentralen Social Networks wird man wohl noch ein bisschen warten müssen, abgesehen von so Experimenten wie Mastodon zum Beispiel. Mhm. Und bis wir statt in das normale World Wide Web, wir alle in das IPFS oder sonst irgendein Derivat davon uns einwählen, wird es wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück länger dauern. Michael, du bist viel zu bescheiden, aber genau das macht natürlich auch deinen Charme aus, denn du bist nicht, also in meiner Welt bist du ein exzellenter Journalist, der hervorragende Artikel schreibt. Du hast auch einen tollen Newsletter, der unglaublich, unglaublich lesenswert ist. Wir sind jetzt bei fast 2 Stunden. Für jemand, der gesagt hat, ach, ich bin mit dem gesprochenen Wort nicht so gut, hast du dich herausragend geschlagen. Und vielleicht können wir ja tatsächlich noch mal was machen über die Governance des Ganzen, weil das scheint ja wirklich ein ziemlich tiefes Themenfeld zu sein, was... Ja, da muss ich mich dann selber auch nochmal einlesen, um zumindest an der Oberfläche von dem zu kratzen, was da auf einen wartet. Micha, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich habe schon gesagt, du schreibst bei 1E9 tolle Artikel. Du hast einen hervorragenden Newsletter, den ich sehr gerne verlinken werde. Wo kann man dir noch Hallo sagen? Auf Twitter zum Beispiel. Mein Handle ist @micha. Ja. relativ einfach. Hin und wieder schreibe ich ein paar Sachen für Focus Online beziehungsweise Focus Digital.
Bei der GQ kann man hin und wieder Artikel von mir finden, über Fahrräder, über Fotografie. Ich habe auch für GQ mal was über NFTs geschrieben. Ja, so im Großen und Ganzen. Games.ch schreibe ich hin und wieder. Games.ch, okay. Ja, das ist eine Schweizer Videospielseite. Denn ich bin eigentlich auch so, ja, also nicht mehr so richtig, aber nebenbei immer noch auch Videospieljournalist. Hin und wieder kann man auch immer was von mir in der GameStar lesen. Dann und wann. Ja, so im Großen und Ganzen. Ich sag ja, du bist viel zu bescheiden. Nein, das würde ich weiterhin zurückweisen. Natürlich würdest du das. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir sind raus. Es erwartet euch eine Tonne von Links in den Shownotes und ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Wenn ihr jetzt noch nicht genug von Blockchain, Bitcoin, Web3 etc. habt, hört doch mal in die Folgen rein mit Wolfgang Kerler, dem Chefredakteur der 1C9 Community, oder die mit der Krypto-Expertin Shermin Woschemgier. Außerdem hatte Lex Friedman letzte Woche den Cardano-Gründer Charles Hoskinson, ich weiß es nicht genau, hatte er in seinem Podcast. Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Und wenn wir schon bei Empfehlungen sind, schaut euch Michas Fotos an und zieht vielleicht sogar in Erwägung, den Kurator 42 Newsletter zu abonnieren. Das ist ein herrliches Potpourri mit allerlei amüsantem, er würde wohl Nerdkram sagen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast und oder den 5G-Newsletter, also meinen Newsletter, abonniert. Das kostet alles nichts, aber wenn ihr Kohle loswerden müsst, könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Und ja, das war's für diese Folge. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bleibt gesund, bleibt tapfer und was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.